das war echt lustig. Was singen wir jetzt? Wir waren im Zoo, in dem Affenzoo. Sie lachten ein Oh, oh, oh. Du kratzt dein Ohr und kletterst empor, genau wie es die Affen tun. Schlange im Loch, Schlange im Loch. Sie machten Krick, Krick, Krick. Was machst du denn nur, wenn du bist in dem Loch und die Schlange macht Krick, Krick, Krick? Du rollst dich herum, weißt zurück und greifst an. Und schon alles ist Gute zum Hochzeitstag, Baby Mumu. Wir sind gleich wieder zurück nach der Berge. Hey, 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 nichts und mit hey, Baby Mumu. Erst der Abwasch. Und, wohin führst du mich zum Hochzeitstag aus? Hast du den Hund gefüttert? Nein, und ich glaube, er hat Flöhe. Alles, woran dieses Tier denkt, ist Fressen. Nun, Schatz, du weißt, woran ich immer denke. Füttere den Hund, Skip. Ja, füttere den Hund, Skip. Bring den Müll raus, Skip. Mach dies noch, Skip. Nun, wohin führst du mich aus? Gehen wir essen? Es gibt auch was zu essen. Oh, hoffentlich haben Sie Hummer. Ich liebe Hummer. Na ja, Sie haben vielleicht auch einen Hummer da. Oh, Sie haben vielleicht einen Hummer da. Nun, mal sehen, was gibt es da sonst noch zu essen? Warte mal. Verkaufen Sie Bratwürste? Die besten. Erdnüsse? Ja. Eiscreme? Mhm. Popcorn und Zuckerwatte? Ja, Barude. Gibt es da Tiere in Käfigen mit dem typischen Gestank? Bingo. Na, herrlich. Du schleppst mich am Hochzeitstag in den Zoo. Ist es nicht romantisch, unser erstes Rendezvous wieder zu erleben? Dein Sinn für Romantik ist erstaunlich. Hier, nimm die. Die schützen deine feinfühligen Hände. Toll. Da quält man sich, um sich was Besonderes auszudenken. Ich hätte auf Mutter hören und zur Army gehen sollen. Das Essen ist bestimmt besser in der Army. Oh, was zum... Nicht schon wieder. Oh, das blöde Ding. Ich wusste, ich hätte Beth das nicht einbauen lassen dürfen. Schatz! Wie schraubt man den Abfluss ab? Ich bin noch kein Klempner. Du hast deinen Ehering verloren. Dieser Ring ist ein Symbol unserer Bindung aneinander. Ein Symbol ewiger Liebe und Treue. Nun beruhige dich doch, Liebste. Ich finde ihn. Er ist in der Küche. Hey, ich wette, dass er im Kühlschrank ist. Ich wüsste genau, wo ich meinen hingelegt hätte, wenn ich ihn je abgenommen hätte. Schon gut, Frau Vollkommen. Ich sehe mal im Wohnzimmer nach. Oh Mann, ich werde ihn schon finden. Billy, Billy, Buffy. Nun ja, gute Helft Dinge eurem ungeschickten zu dem, Vater, seinen Ring kann. Zu finden. Wie sieht er aus? Es ist ein Ringschatz. Sieht aus wie meine. Oh. Wie langweilig. Kein Geheimschloss. Kein Giftfach. Wer will den schon? Ich habe überall gesucht. Ich muss irgendeinen Ort vergessen haben. Mal sehen. Keine Panik, Skip. Nur frag dich einfach, an welchem Ort hast du zuletzt gesucht? Nun, Skip, wo hast du zuletzt gesucht? Mann, bin ich geschafft. Naja, mal sehen, was es im Fernsehen gibt. Kanal 4. Hab ich doch schon gesehen. Und jetzt kommen wir zum Nachwuchsmodellwettbewerb. Hast du ihn gefunden? Ich suche noch, ich suche noch. Vielen Dank. Wissen Sie, ich bin so glücklich heute. Ruhig, ruhig. Ich will die Nachwuchsmodelle sehen. Und ich hoffe, dass ein fairer Wettbewerb
Um Himmels willen, sieh dir das an, Liebling! Das ist unglaublich! Schatz, Schatz, komm, sieh dir das an! Was ist denn? Hast du... Oh! Oh. Wo um alles in der Welt hast du ihn gefunden? Nun, er war genau da, wo er nur sein konnte. Sehr glücklich. Er hatte ihn. Oh, ich könnte den Hund umbringen. Blöder Hund. Hey, Freundchen. Wann lernst du es endlich mit deinen Sachen zu spielen und unsere in Ruhe zu lassen? Widersprich mir nicht. Sieh dir nur den Trick an, den der Hund gemacht hat. Blöder Hund. Nun, ich muss aber zugeben, der Ring glänzt wieder. Kommt, Kinder, wir gehen in den Zoo. Ja! Ich bin überglücklich. Oh, vielen Dank. Und damit sind wir am Ende unserer Show. Vergessen Sie nicht, jeder ist ein Star. Wiedersehen. Und nun sehen Sie spannende Szenen aus der heutigen Folge von Superhund Samson. Der HUND soll nicht wissen, dass wir ins AUTO steigen. Hunde ins Auto? Hey, lass den Hund in Ruhe. Dad? Blöder Hund. Warum muss der mal so ein Tuckenbold sein? Hilfe! Hilfe! Das ist Superhund Samson. Gleich wieder bei uns. Sind alle drin? Zähl die Nasen, Schatz. Und los geht's. Also, Kinder, schneidet euch an. Sei nicht gemein. Winke ihm ja. Wiedersehen, Hundi. Bis später, du blöder Köter. Wie fährst du denn, Skip? Das ist eine tote Ecke, Schatz. Ich wusste das, bevor wir das Haus kauften, aber du wolltest ja hier wohnen. Ich habe dich gewarnt. Was zum Teufel machst du da hinten? Ich weiß nicht. Ich hab nichts gemacht. Hör zu, wir haben eine lange Fahrt vor uns. Und du benimmst dich lieber, mein Junge. Oh Mann! Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag im Zoo. Bitte beachten Sie die Tierartmarkierungen in der Nähe Ihres Fahrzeugs. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag im Zoo. Bitte beachten Sie die Tierartmarkierungen in der Nähe Ihres Fahrzeugs. Häuschen, 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 ist im Zoo, Häuschen, Häuschen, ist im Zoo, Häuschen, Häuschen, ist im Zoo, Häuschen, bitte. Hey Mann, tolle Art, seinen Modegeschmack zu beweisen. Halt die Klappe, Billy. Ich hab Hunger, Dad. Ich hab wirklich Hunger. Kauf mir ein Würstchen. Nein, warte. Ein Schaschlik. Nee, Wassereis. Popcorn. Vergiss es. Ich will ein Stofftier. Billy, wir holen dir was, wenn wir wieder rausgehen. Oh Mann. Buffy, bitte. Haben die hier einen Käfig für Kinder? Alles Gute zum Hochzeitstag, Schatz. Thank you.
Für Hunde Verbot! Komm her, du! Komm her, du! Sieh doch den Riesenarsch von dem Vieh an! Können wir Frohes Häschen mal sehen? Können wir bitte? Bitte! Frohes Häschen ist tot, Buffy! Billy, das reicht! Wie? Wieso bewegt es einen Schwanz? Geht in Deckung, da kommt es! Gut, verschwindet ihr beiden! Oh, er hat's gerade getan! Lustig! Wow, Buff! Siehst du das? Billy, wir haben genug davon gesehen! Haltet euch anständig oder ihr bekommt keine Süßigkeiten, das verspreche ich. Oh. Entschuldigung. Oh. Jemand hat hier seinen blöden Hund laufen lassen. Stellen Sie sich vor. Idioten, die nicht auf ihre Tiere achten können, sollten wirklich keine haben. Oh, glauben Sie mir, mein Freund, wenn ich den Besitzer von dem Hund finde, lasse ich ihm von meinen Hyänen das Fell abziehen. Oh, ich hätte doch den Job bei der Post annehmen sollen. Böser Hund! Oh, das habe ich nun davon, dass ich unsere erste romantische Zeit wieder aufleben lassen wollte. Stellst du dir das unter Romantik vor? Jedenfalls habe ich es versucht, Schätzchen. Ach, und ich nicht? Du denkst also, du bemühst dich mehr als ich? Wenigstens gibst du es jetzt zu. Hä? Was? Ein Ausflug mit deinem Hund und unseren zwei Kindern in den Zoo ist kaum ein romantischer Hochzeitstag. Hey, der Spaß hat uns $40 gekostet. Was erwartest du? Offensichtlich zu viel. Oh ja, es geht ihr gut. Dem Hund geht's auch gut. Es gibt kein Problem. Ist das Ihr Hund? Mein Hund. Nun wissen Sie, ich habe den Hund bei mir zu Hause gesehen. Ja, aber... Lass mich mal dein Fellchen sehen, Daddy. Deine Nase sieht aus wie bei einem Clown. Blöder Hund. Wenn du jemals wieder so einen Blödsinn machst, bring ich dich... Ich meine, du blöder Hund. Hier, Bär, da hast du Popcorn. Komm schon, iss es. Na, mach schon. Das ist Baldi der Bär, der älteste Zoobewohner. Nach einem Verkehrsunfall wurde Baldi 1946 aus dem Nationalpark geholt. Obwohl er auf einem Auge blind und seiner meisten Sinne beraubt ist, kann Baldi kleinen Kindern immer noch ein Bild der Gefahr vermitteln. Wow! Seht nur, was er anstellt! Oh Gott! Oh nein! Escape, hol den Hund aus dem Käfig! Beeil dich, Schatz, da ist ein Hund im Bärenkäfig! Wenn Sie unseren lieben, freundlichen Molde... Na gut, Freunde, zur Seite bitte! Zurück, zur Seite, zurück! Weiß jemand, wem der Hund gehört? Uns, Mister! Sie! Schaffen Sie das Vieh hier raus! Wirklich, es tut uns sehr, sehr leid, wirklich! Böser Hund! Böser Hund! Blöder Hund! Böser Hund! Hey Mann, das haben Sie wirklich gut gemacht da drin. Danke, sehr vielen Dank. Ja, das war unser Hochzeitstag. Ich hole die Kinder. Gehen wir nach Hause. Ich habe mein ganzes Leben mit Tieren gearbeitet. Billy, wo ist Buffy? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Vielmals. Skip! Buffy ist verschwunden. Oh Mann, das fehlt uns noch. Hier, Billy, halt den blöden Hund. Was? Oh Mann! Wieso muss ich andauernd auf den doofen Hund aufpassen? Hör zu, bleib hier und rühr dich nicht von der Stelle.
Du wartest hier, hörst du? Ja, und wer? Du gehst Buffy. Weg. Buffy! 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 Wohin ist sie gelaufen? Tieren gegenüber darf man keinerlei Angst zeigen. Ach du meine Güte! Blöder Hund! Wieso kommt es eigentlich, dass ich ständig diesen blöden Hund auf Gas bekomme? Er geht an den Wurststand! Wow! Ich muss sehen, was da los ist! Verkaufen und Päckchen wiegen. Die ist für dich. Die ist für dich. Und die ist für mich. Und die ist für mich. Hat hier jemand einen Keks? Irgendjemand? Magst du dein Käschen? Jetzt ist Zeit für ein Mittagessen. Molly, hatte ich dir nicht gesagt, du solltest auf den Hund achten? Hm? Hm? Oder? Also, ich achte ja auf den Hund. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Skip! Skip, der Hund ist da drin! Tu etwas! Tu doch etwas! Ich tue etwas, Schatz. Ich versuche darüber nachzudenken, was ich tun soll. Oh, ich wette, der schluckt ihn in einem Bissen runter! Buffy! Verzeihung, ich störe Sie ungern in Ihrer Pause, aber unsere Tochter wird gleich gefressen. Nein, nein, das ist doch nicht möglich. Buffy, Buffy, oh mein Gott. Ah, hallo, Mami, hallo, Sandy. Luke, ich weiß nicht, ist es dieser oder der? Oh, Schatz, beeil dich. Oh, ich suche den richtigen Schlüssel. Na, dann such schneller. Hallo. Mein Häschen. Oh, Buffy, nein. Zu. Na komm schon! Hierher, zu Mami und Daddy! Oh, oh, mein braves kleines Mädchen, alles ist gut! Ja, zu schade! Jedenfalls, der Hund ist immer noch Katzenfutter! Oh, oh mein Gott, Skip, der arme Hund! Yeah.
arme kleine Ding. Und er duftet richtig gut. Guter Hund, guter Hund. Komm, Junge. So ein mutiger Hund. Seht euch dieses Gesicht an. Ich bin nicht der mutigste Hund. Das ist das Gesicht eines wahren Helden. Ja, wirklich ein Held. Hundi, ich will ihn. Ich will ihn haben. Ich will jetzt mit Hundi schmusen. Was für ein Hochzeitstag. Wohin bringst du mich nächstes Jahr? Nun, ich dachte an Kuwait. Sehr komisch.